Hey, was geht ab von diesem Netz? Ich bin Cedar Slake mit einem neuen Video zu GTA 5 Online. Und zwar sprechen wir heute mal über alle neuen News, die es gerade zu GTA Online gibt. Und dann sprechen wir heute auch nochmal über die neuen DLC-Infos. Video geht los, viel Spaß dabei. Wie bereits gesagt, Leute, heute sprechen wir einfach mal wieder über ein paar Patches, die Rockstar Games in den letzten Tagen in GTA Online vorgenommen hat, dann über den neuen Content, den wir bald noch in GTA Online sehen werden und außerdem über eine krasse Änderung fürs nächste DLC. Jetzt würde ich sagen, wenn dir das Video gefällt, kannst du mir das natürlich gerne zeigen mit einem Daumen nach oben oder einem positiven Kommentar und abonniere auch gerne den Kanal für die täglichen Videos rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 Online. Jetzt würde ich aber auch sagen, fangen wir direkt mal mit dem Video an. Also, TestFun hat vor kurzem am 27. April mal wieder etwas über die neuen Patches aus GTA Online gesprochen, was sich so aktuell geändert hat. Denn zuerst mal wurde der Safe-Aufbruch-Bug in einer der Last-Play-Missionen gepatcht und außerdem wurde noch ein Fehler in der Last-Play-Mission schneller Handel behoben. Lass mal kurz erklären, was das heißt, weil einige Leute wissen jetzt bestimmt gar nicht, was abgeht. Also, der Safe-Crack-Fehler tritt in der Mission um die Wurst auf. Das sind ja die neuen Last-Play-Missionen, die wir am letzten Donnerstag für Geralt bekommen haben. Denn dort musste man ja in diesem Schlachthaus die Gegner töten und darauf warten, dass der Safe geknackt wird. Aber ich muss sagen, als ich die Mission gespielt habe, habe ich da jetzt nicht sonderlich irgendwas gemerkt, was nicht ganz rund läuft. Deswegen, wenn euch da ein Fehler aufgefallen ist, falls da irgendwas nicht funktioniert hat oder sowas, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Weil vielleicht war das ja die Sache, die Rockstar Games da jetzt behoben hat. Es war auf jeden Fall irgendein Bug da, der jetzt nicht mehr da ist. Jetzt kommen wir aber zu der anderen Änderung, über die Tesla noch gesprochen hat, denn da weiß ich auf jeden Fall, was da los war. Das war nämlich die Mission Schneller Handel, denn am Ende sollte man da ja in das Lagerhaus gehen und da war halt so ein blauer Kreis. Man kennt ihn aus der Garage zum Beispiel oder sonst überall, wenn du irgendein Gebäude betreten sollst. Und normalerweise ist es ja so, man läuft da rein und kommt direkt ins Gebäude. Oder wenn es ein großer Kreis ist, fährst du mit dem Auto in den Kreis rein und wirst automatisch in die Location reingeladen. Aber da war es so, dass, egal was du gemacht hast, nicht ins Gebäude kamst. Also wenn du dich da einfach hinstellst, passierte nichts. Und mit dem Auto passierte auch nichts, denn tatsächlich musstest du die rechte Pfeiltaste drücken, um da reinzukommen. Und du denkst jetzt wahrscheinlich so, ja gut, aber wenn man das ja weiß, ist das easy. Ja, das stimmt, wenn man das weiß, ist das easy. Aber die Meldung, die man normalerweise immer oben links hat, macht das und das, um das und das zu machen, die fehlte einfach. Das bedeutet, die Leute standen dort und kamen nicht rein und das Spiel hat nicht gesagt, was man machen sollte. Klar, irgendwann hat man alle Tasten ausprobiert, sondern ist man natürlich am Ende reingekommen. Aber es ist einfach schlecht, dass Rockstar Games diese Meldung einfach ein bisschen verpasst hat und jetzt haben sie das halt nachgeholt. Jetzt wird man oben links darüber benachrichtigt, dass man die rechte Pfeiltaste drücken muss, um in die Location zu kommen. Wo wir jetzt auch schon bei den neuen Geralt-Missionen sind, lass einfach nochmal über die neuen Missionen sprechen, denn ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, am vorletzten Donnerstag gab es ja diese 6 neuen Missionen, aber es sollte ja ursprünglich 8 Stück geben. Da habe ich ja im letzten Video schon mal öfters drüber geredet und diese 2 fehlende Missionen, die sollen jetzt doch noch ins Spiel kommen. Also jetzt haben wir da nochmal neue Informationen zu. Denn Tesson hat gesagt, dass sie entweder diese Woche kommen oder in der Woche darauf. Und hier ein kleiner Hinweis, ich nehme dieses Video hier, was ihr gerade seht, am Mittwochabend auf. Das heißt, ich weiß auch gar nicht, ob die Donnerstag vielleicht doch schon ins Spiel kam. Also es kann sein, dass sie jetzt schon im Spiel sind. Dann ist natürlich super. Ansonsten sollten sie dann nächste Woche kommen. Und was auch sein kann, dass zum Beispiel diese Woche die erste Mission kam und dann nächste Woche nochmal die zweite Mission kommt. Aber wie gesagt, jetzt wisst ihr da Bescheid, wann es die 2 neuen Missionen zu spielen gibt. Reden wir dann nur nochmal über das nächste GTA Online DLC, das soll jetzt ja irgendwann im Sommer kommen. Wann, weiß man immer noch nicht so genau und was es sein wird, weiß man leider auch noch nicht immer so genau. Aber es wird aktuell darüber gerätselt, ob das neue DLC in GTA Online die Spielautomaten in der Arcade-Halle wieder ein bisschen auffüllt. Denn ein Chef von Rockstar Games hat mal selber in einem Interview im Dezember gesagt, dass er die Arcade-Halle selber mega feiert und gerne in der Zukunft noch mehr für die Arcade-Halle machen möchte. Also noch neue Arcade-Automaten, die man sich zum Beispiel kaufen kann, um die da in die Arcade-Halle zu stellen. Und jetzt ist wichtig für die meisten Leute, denn jemand schrieb auf GTAForums.com einen guten Kommentar dazu, dem wahrscheinlich viele von euch zustimmen würden. Jemand schrieb nämlich folgendes, der Anfang ist ein bisschen unwichtig, da geht er auf eine andere Sache rein. Da schreibt er nämlich, danke für die Erwähnung, habe ich mich sehr darüber gefreut, aber ein Update für die Arcade-Halle wäre einfach nur jämmerlich. Ich meine, was sollen diese Arcade-Automaten überhaupt in GTA Online machen? Ich kann nämlich auch andere Spiele spielen, anstatt in einem Videospiel Videospiele zu spielen. Also er mag das nicht, dass man GTA 5 schon spielt, was ja ein Spiel ist, um da dann noch weitere Spiele drin zu spielen, macht ja irgendwie wenig Sinn und darauf antwortet dann TestFun aber, die Arcade-Halleneinnahmen sind einzigartiger als bei anderen Businesses. Die Awards, die du in den Spielen freischaltest, bestimmen, wie viel Geld du mit der Halle verdienst. Stell dir mal vor, Rockstar Games fügt neue Arcade-Automaten hinzu und die Safe-Kapazität wird dann auf 100.000 Dollar hochgesetzt. Das wäre ja gute Führung 2.0. Und ja, man hat da wirklich sowas von recht. Ich meine, stellt euch mal wirklich vor, wir hätten wieder neue Arcade-Automaten, die wir uns kaufen können. Denn aktuell ist es ja so, die Arcade-Halle ist schon ganz gut bezahlt. Man bekommt ja einfach Geld von den Leuten, die in die Arcade-Halle gehen. Und als passives Einkommen ist
nutzt das schon ganz gut, aber das könnte definitiv noch besser werden. Und ich muss sagen, ich für meinen Teil, mich überrascht das selber immer. Ab und an spiele ich halt GTA Online und gehe dann an den Safe und zack, liegen da $50.000. Einfach so, fürs Nichtstun, habe ich halt voll vergessen, dass die da lagen. Und stellt euch jetzt mal vor, der Safe ist noch ein bisschen größer und könnte bis zu $100.000 speichern als passives Einkommen. Hochgerechnet ist das schon ziemlich krass. Was ihr auch noch meinte, das wäre gute Führung 2.0. Vielleicht denkt euch so, yo, was ist gute Führung? Ihr kennt das wahrscheinlich alle unter dem Namen $2.000, die man irgendwie alle paar Tage random in GTA Online bekommt. Da kommt nämlich dann irgendwann unten links so die Meldung, yo, du hast dich richtig gut verhalten. Für die gute Führung bekommst du mal $2.000 von uns. Und das summiert sich halt über die Zeit. Das bekommt man ja irgendwie jeden GTA-Tag oder so oder alle 5 GTA-Tage oder sowas. Ja, da können wir uns dann vielleicht drauf freuen. Vielleicht wird schon im nächsten DLC die Arcade wieder ein bisschen neuer gemacht mit ein paar neuen Automaten, um da noch ein bisschen Kohle rauszuscheffeln. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Gut, aber das war's jetzt hier auch mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, kannst du mir das natürlich gerne zeigen mit einem Daumen nach oben oder auch einem positiven Kommentar. Abonniere auch gerne den Kanal für die täglichen Videos rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 Online. Ja, bis wir uns jetzt also wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.